Willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Ich bin Reptile 8898 und wir müssen uns jetzt endlich mal unser Chrono-Klon holen, dass wir ihn wieder zurück ins Leben holen können. Nachdem der nette Gentleman uns hier das letzte Mal nicht reinlassen wollte, obwohl wir 20 Münzen gehabt haben. Ich weiß geil warum. Ich habe es immer um 40 geholt. Versuchen wir es halt jetzt nochmal. Und wir müssen ja alles nachmachen. Umso länger drin bleiben, umso billiger wird der Klon. Und ich hoffe, dass ich den mir leisten kann, mein, gerade mal 20.000, wo ich hab. Ja, fangen wir am Signal schon an. Und los. Linker Arm. Ja. Schreckt. Lachen. Erschreckt. Ja. Linker Arm. Linker Arm. Rechter Arm. Erschreckt, uah. Erschreckt, erschreckt, erschreckt. Linker Arm. Nein, 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 nicht schon wieder, nein. Ah, okay, aber ich hab's lange genug durchgehalten. 5000 Gold ist in Ordnung. Und wir haben es geschafft, wir haben den Chrono-Klon. Ja, toll, der will ein Chronos Haus sein. Wieso kriegen wir den nicht einfach versöhnt? Ach, leckt's mich doch. Okay, wir haben es geschafft. Ich bin zwar früher rausgeflogen, als ich eigentlich vorhatte. Wollte ein bisschen was zeigen, dass ich es eigentlich kannte, aber. Naja, wofür Effekt. Ja, Chronos Haus. Wo ist denn die Mutter hin? Hä? Okay, da ist der Klon. Oh, hallo, wie geht's, Chrono? Sehr gut, in Ordnung. Ich hoffe, er benimmt sich, sagt ihm das, ja? Kurze Frage. Ja, Liebes? Wir leihen diese Puppe kurz, okay? Nehmt sie, ihr Lieben. Okay, nehmen wir mal die Puppe hier, Huckepack. Und verschwinden aus der Zeit. Und gerade nicht wieder in Schwierigkeiten. Könnte passieren. Und ab in unser Epoch. Und Zeitsprung. Nee, null muss ich hier. Ja. Tschu. Das heißt null, Zeitende halt. Nein, aussteigen. Blub, blub, blub. Nennen wir es den Chronozüger. Ja, können wir doch schon. Haben wir doch. Okay, da müssen wir jetzt, glaube ich, an so einen gewissen Ort gehen. Ich weiß, wo der ist. Oh. Ja, Volker voraus. Und wir müssen in die Zukunft. So, nee, da nicht. Das, da wollte ich nicht hin. Also soll ich trotzdem erstmal suchen, suchen und noch mehr suchen. Ich glaube, hier ist er. Nein. Ey, doch, ah, doch, ich glaube, es war hier. Aber halt nicht da oben bei diesem Ding da. Sondern. Ja, genau. Todesgipfel hier müssen wir hin. Und überall. Und hier schneit es anscheinend. Und hier müssen wir auch aufpassen, wenn wir schnell genug sind, fliegen wir von der Map runter. Das heißt, ich muss hier immer so kleine Sicherheits.
Irgendwas, wo man fest ist. Und wenn ich wegfliegt, aber soll schnell genug sein. Ey. Moment mal, irgendwas stimmt doch da gerade nicht. Irgendwas stimmt da gerade mal überhaupt nicht. Hä? Na? Ey, was zum Geier? Ja, komm, ein letzter Versuch, dann schaue ich mal, was ich falsch gemacht habe oder ob ich. Mache ich überhaupt was falsch? Was soll denn das hier? Wieso komme ich da nicht rein? Auf, weiter, 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 weiter. Ich bin mir nicht sicher, dass ich da hin muss, aber. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, ich weiß es nicht. So, ich habe den Fehler gefunden. Wir haben nochmal mit Balthasar reden müssen und können dann erst jetzt auf den Berg, weil die diese drei Kreaturen hier befreit haben und die uns als Blocker dienen, wenn der Sturm losgeht. Müssen wir uns immer hinterstellen, wenn es dann stärker schneit. Dann sind wir geschützt. Jetzt zum Beispiel. Okay, jetzt ist glaube ich hier nochmal. Ja. Und da, nein, werden zu dem Baum sein müssen. Shit. Okay. Also erst Ziel ist dann hier diese Kreatur. Es wird stärker. Schwupp, 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 schwupp. Okay, jetzt können wir wieder. Es hat auch ein bisschen am Sound. Man sieht es auch ein bisschen. Und dann ist jetzt eine. Ah! Soll denn der Scheiß? Okay, Sturm abwarten, Sturm abwarten, Sturm abwarten. Ja, Sturm ist wieder normal. Lauf, 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 lauf. Na, was soll das? Was zum Geier mache ich denn eigentlich falsch? Auf, wenn der Wind abflaut und passt auf, wenn er bläst. Ach nee. Ach so. Okay, es nützt als Schutz und es wird ein Baum draus. Ich kann ich nämlich jetzt. Nein! Schon wieder so ein Scheiß. Ich weiß gar nicht mehr, ob man sich jetzt davor dahinter stellen muss, damit man nicht rausgefegt wird. Ich probiere es mal. Okay, es muss davor sein. Jetzt aber, ey. Wie oft soll ich ihn noch verkacken? Hallo? Ah, jetzt stehe ich richtig. Nein, stand ich nicht. Toll. Ey, ich werd's doch noch schaffen hier richtig. Jetzt haben wir's. Gut, ich muss mich auch erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich hier irgendwie richtig stehen muss. Damals. Nein! Nein! Ich bin neben dran gelaufen. Ich Idiot. So ein Cheat. Nein, nein. Ey, ich verrutsch die ganze Zeit mit meinem scheiß Controller, warum auch immer. Ist ja nicht normal. Oh. Jetzt aus. Ne? So, ich werde es wieder normal. Jawohl.
Bleibe ich hier. Jetzt kann ich wieder. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Oh, endlich. Ja, bestimmt jetzt über 6 Minuten gebraucht für den Scheiß. Ja, da oben sind Gegner, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie man da hochkommt. Aber ich komme so auch runter. Ah, okay, ich weiß, wie man hochkommt. Und ich glaube, gegen die Gegner kommt man auch gut leveln. Also, das heißt, gegen die Gegner, bei den Gegnern kommt man gut leveln. Ja, Hass brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Also, noch nicht. Und mal das Eis ein. Und Markus setzt Blitz ein. Ja, das ist ein guter Schaden. Jawohl. Und geh. Kiste! Und auch eine Kiste. Cool. Magierringe halten. Das hört sich gut an. Wenn ich sonst die richtige Taste drücken würde, dass ich ins Menü komme. Ja. Amulett. Jawohl. Wenn ich irgendwie was Neues oder so ausziehen kann. Anziehen kann. Nee. Male vielleicht. Nein. Nö. Okay. Dann klären wir hier hoch und gehen dann nicht runter. Dann kämpfen gegen die hier. Oh, jetzt mal mit normalen Anschlägen. Och ja, cool. Der war gut. Gucken, ob es reicht. Jawohl, es reicht. Und wieder 16 Technikpunkte erhalten. Bam, 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 bam. Den nächsten. Wow, eine tote Seele oder sowas. Gewitter. Wasser. Und. Bzzzt. Boing, boing, boing. So, oder? Ah, Kiste. Reflexring, okay. Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen. Ach, da rechts geht's rein. Ah, können wir speichern.